Peppis. Peppis. In der deutschen Wissenschaftslandschaft geht ohne Drittmittel inzwischen nicht mehr viel. Wer Drittmittel einwirft und damit Spitzenforschung betreibt, hat einen Grund zur Freude, würde man meinen, aber die Freude ist getrübt. Zum Beispiel beim Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz Thomas Kathöfer, vor kurzem in dieser Sendung. Die tatsächlichen indirekten Kosten liegen im Regelfall höher. Denn da jede Hochschule gezwungen ist, die in der Drittmittelakquise erfolgreich ist, aus ihrer Grundfinanzierung einen Beitrag zuzuschließen. Indirekte Kosten, zum Beispiel, weil neue Räume benötigt werden oder ganz einfach mehr Heizungen eingeschaltet werden. Nebenkosten, die nicht durch die Drittmittel selbst getragen werden. Und um davon nicht finanziell aufgefressen zu werden, kommen wir in einen zusätzlichen Geldbatzen obendrauf. Programm.